Zum Wolfhager Viehmarkt regnet es ja fast immer einmal. Die Teilnehmer des Festzuges und die rund 4000 Besucher in der historischen Altstadt aber hatten Glück. Und so klackerten auch Frau Antje und ihre Freunde bei strahlendem Sonnenschein übers Kopfsteinpflaster. Statt löchrigen Käse gab's kunterbunte Zuckersteine. Unter dem Motto Völker und ihre Kulturen zu Gast in Wolfhagen schlängelte sich der Zug durch die Straßen. Gute Laune verbreiteten dabei nicht nur die irischen Kobolde, sondern auch die fleißigen Bienen. Die Fischerinnen der SMS Blaubeer, besser bekannt als die Landfrauen aus Bründersen, heimsten gleich noch den ersten Preis für den besten Umzugsbeitrag ein. Sehr zur Freude auch ihrer kleinsten Teilnehmer. Gefährlich wurde es, als die Griechen kamen. Doch sie führten nur Gutes im Schilde. Hier habt ihr euer Geld wieder, riefen sie, zahlten aber in ihrer eigenen Währung, literweise Uso. Farbenfroh und kreativ, der zweistündige Umzug wurde seinem Ruf als Höhepunkt des Viehmarktes wieder einmal gerecht.